Ja, wir haben eine sehr lange Firmengeschichte. Meine Frau und ich führen diesen Betrieb jetzt in der 16. Generation. Wir verstehen uns als regionale Brauerei. Wir haben nicht den Ehrgeiz, in andere Bundesländer fast schon zu exportieren oder ins Ausland, sondern wir wollen unsere Produkte hier in Tirol verkaufen. Und entsprechend ist auch unsere Einkaufsphilosophie daraus ausgerichtet, dass wir das möglichst nahe um unseren Kirchturm einkaufen. Wir haben sogar vor 10 Jahren begonnen, wieder in Tirol Getreide anzubauen, um den nächsten Schritt eigentlich zu gehen, und brauen jetzt 4 Bierspezialitäten mit 100% Tiroler Zutaten. Auch diesem Gedanken heraus, dann haben wir schon eine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Volksbank, und das ist immer unkompliziert auf Augenhöhe, so dass wir die Zusammenarbeit nicht missen möchten. Ja, nachhaltig ist so ein viel strapaziertes Wort, aber das beginnt bei Investitionsentscheidungen. Wir waren beispielsweise die 3. Brauerei weltweit, die in ein patentiertes Energierückgewinnungssystem investiert haben. Daneben haben wir noch andere Projekte, wie eine große Photovoltaikanlage am Dach oder auch eine eigene Kohlensäure-Rückgewinnungsanlage, dass wir diese Gärungskohlensäure, die bei der Gärung von Bier entsteht, nicht an die Umwelt entlasten, sondern dann in der Brauerei wieder verwenden. Und Etiketten können wir abwaschen. Wir bringen das in das Kompostwerk und es wird Erde daraus. Und das war so der letzte Schritt, dass wir wirklich müllfrei sind in der Produktion. Wir haben 4 Kinder und ich denke schon, dass sie Interesse haben, dann einmal in den Betrieb zu kommen. Und sie sind ja auch in den Ferien da, helfen auch fleißig mit, sodass der Betrieb ja im Familienleben ja immer mitschwingt. Die Probleme oder auch die Erfolge werden ja mit hineingenommen in den privaten Bereich, den man dann ja auch bespricht. Aber so ist es halt, wenn man selbstständig ist. Dann kann man das nicht einfach trennen, sondern dann gehört das einfach zusammen.